Jetzt ist Silvester, Tag 31.12.2016 und wir machen uns auf den Weg zu unserer zweiten P51 Besteigung, nämlich die des Schöpfel. Der Schöpfel ist die höchste Erhebung des Wienerwalds und praktisch unser Hausberg. Deswegen eignet es sich auch super an einem Tag wie heute. Kurze Anfahrtszeit, 20 Minuten. Aufgrund seiner Höhe mit knapp über 800 Meter ist man relativ schnell oben. Ja, jetzt mal schauen, wie der Tag heute noch wird. Regina rast da voraus. Wir sind so schon ein bisschen unterwegs. Der Weg ist eigentlich ganz einfach. Zwar nicht kinderwagenfreundlich, aber auch nicht technisch anspruchsvoll. Das Einzige ist, dass durch das, dass es jetzt immer nachts so kalt war, war es teilweise echt ganz schön gefroren und haben sich teilweise richtig die Eisplatten gebildet. Da haben wir auch natürlich den Spaß beim Obegehen. Ja, bevor ich es vergesse, für alle Mountainbike-Freaks unter euch, es führen zwei Mountainbike-Strecken auf der Schöpfe. Das eine ist die Schöpfe-Strecke, wie der Name schon sagt, und das andere ist die Klammhöhe-Strecke. Beide starten von Schöpfe-Gitter. Nummer 2, der Schöpfel, 31.12. Wie hat Regina so schön gesagt, es sind nur bloß so 49. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. So, wir sind schon wieder am Abstieg. Die Hütte war so voll, dass wir gar keinen Platz gekriegt haben. Jetzt haben wir einfach nur draußen einen Glühwurst getrunken und Regina einen Likör. Und jetzt sind wir hungrig, schon wieder am Runderweg. Ganz schön bergab, aber das zeigt ja, dass es ganz schön bergauf gegangen ist, ne? Richtig!